Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge von Pokémon Silber im LPT-Style mit nicht anwesendem Kilian. Ich befinde mich hier abseits der letzten Stadt, wo ich ja freundlicherweise kurz hin bin. Und ich glaube, ich habe jetzt ein paar viele Trainer vor mir. Wir gehen einfach mal hier nach oben und werden sofort zum Kampf gefordert. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onix fangen. Ja, dann versuch's mal. Viel Vergnügen, aber ob du das ohne Pokémon schaffst, weil ich sie jetzt alle umbringen werde, das ist so eine Frage. Ich glaube, es sieht schlecht für dich aus. Sand am Meer, okay. Level 27, ernsthaft? Also mein Sand am Meer alias Spike ist mit Level 41 ein bisschen besser dabei. Und es hat ein bisschen weniger KP. Schweinerei. Gibt, boah, das geht ja gar nicht. Ich würde mal sagen, wir schließen es einfach mal auf. Und es reicht nicht. Schade, aber... Ernsthaft? Giftstachel. Mehr willst du nicht machen? Das ist ja... Oh. Er hat schon aufgegeben, bevor er überhaupt was großartig machen konnte. Das ist Wahnsinn. Spike kriegt Erfahrungspopel. Und Wanderer Holger setzt Geowatz ein. Da habe ich doch die perfekte Antwort drauf. Nämlich Rukia. Rukia muss auch noch ein bisschen nachleveln. Und da kommt das Geowatz genau richtig. Auch wenn es ziemlich verkrüppeltes Level hat. Das ist ja ekelhaft. Also ich bitte dich. Ja, rasieren wir erstmal, ne, so richtig schön. Vielleicht werden wir ihm erstmal ein bisschen die Steine glatt rasieren. Wenn es überhaupt gehen sollte. Aber ich glaube, wir haben so Turbo-Rasierblätter, das ist schon. Wow! Gillette. Abdi. Geowatz wurde besiegt von Rukia. Und Rukia erhält fast ein Level ab. Das ist sehr schön. Und Holger kommt wieder mit einem Georock. Nein, ich werde nicht auswechseln. Los, Holger, zeig mir deinen Georock. Ich muss sagen, es hat echt einen relativ akzeptabel schäbigen Sprite. Also, ich habe schon hässlichere Geowatz gesehen. Georocks meine ich. So, wegrasiert, wieder Abdi. Sehr effektiv. Ein paar Erfahrungspöbelchen. Und Rukia Level 41. Sehr schön. Ja, ist doch nett. Und Lichtschild. Oh ja, das muss ich unbedingt beibringen. Oh ja, ich möchte irgendwas vergessen. Ich habe mich verdrückt. Schade eigentlich. Naja. Dann eben kein Lichtschild. Noch ein Georock. Komm. Das vier rocken wir auch. Und ich war mit einem Rasierblatt. Und da rollt es in den nächsten Abgrund. Oder es geht zu Boden. Ich habe keine Ahnung. Es sieht sich die Radiese von unten an. Holger wurde besiegt. Ich habe verloren. Blitzmerker. Ja, das wird wohl nichts mit dem Onix, ne? Aber auch mit dem Onix hättest du nichts reißen können, denn wir haben dich gerissen. Nicht über einen Pisser, aber wie ein Löwe ein kleines Kind reißt, das auf einer Safari-Tour verloren gegangen ist. Er sieht mich. Verbeuge dich vor meinen königlichen Pokémon. Pass auf, jetzt kommt ein, Mauzi? Johann schickt Nidoking. Ah, okay. Okay, er will mich nicht trollen. Er meint es wirklich ernst. Das ist voll sein Ernte. Genau wie das Erdbeben voll mein Ernte ist. Bam, 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 bam. Auch wenn ich Nidoking toll finde. Und ich auch einen Competitive Nidoking habe, welches ich King Bulla genannt habe. Ja, nur so nebenbei. King Bulla wurde besiegt. 1210 Erfahrungspopel fürs Spike. Da kommt Lashoking. Und dann hat er bestimmt noch ein Nidoqueen dabei, würde ich mal stark vermuten. Darf erstmal Jenny jetzt mit ihrem Thunder Punch. Es sieht so unglaublich derpig aus. Und so, es sieht aus wie ein riesiger Haufen Kaugummi. Meine Güte. Donnerschlag! Bring es um! Verprügel es! Und steige ein Level auf! 1018. Freue ich mich. Ach, guck dir das an. Ist das nicht schön? 111. Also, Spätzangriff. Goldking, okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber naja. Was möchte ich denn da reinschicken? Wär's mit... Esther, komm. Esther darf auch mal ein bisschen wieder
Agro gehen. Golking. Wobei, Goldini, Goldini. Viel, viel schöner wäre, aber egal. Spucken wir es an, oder? Na, hier. Voll eins reingewellt. Gestrahlt, oder wie auch immer. Fukushima Golking. Wurde besiegt, 1056 und noch ein Erfahrungs... nicht Erfahrungs... ein Level-Up, nicht Erfahrungs-Up. Hast du diese Werte gesehen? Ach, schön. Wie kannst du es wagen, die Monarchie zu verspotten? Sei froh, dass ich dich nicht angegriffen habe, also dich direkt. Na, bist du auch so ein Royal Ass? Hihi, möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Das ist seine Originalstimme. Das denke ich mir nicht aus. Ich meine, guck ihn dir an. Jürgen! Oh. Jürgen! Pikachu! Ah, ganz toll. Aber Jürgen! Warum machst du das? Ob ich es einfach so kaputt schlitzen kann? Na, reicht es? Es reicht! Oh, Volltreffer, na gut. Pikachu wurde zerschlitzt, das finde ich sehr, sehr toll. Ja, tatsächlich 6 Pikachus, ey. Oh nein, was soll ich da nur reinwechseln? Oh, ich weiß es doch auch nicht. Der ist fast so schlimm wie der Carpador-Trainer, der 6 Carpadors hat, nur dass er mit seinen 6 Pikachus angreifen kann. Effektiv angreifen kann sogar. Das ist schon... hui! Oh, Attacke. Spieß es mit deinem rektal fühlenden Horn auf. Sehr gut gemacht, Skarabu. Ich bin stolz auf dich. Die Erfahrungsprobe sind nicht so pralle, aber hey. Nein, das machen wir auch mit Skarabuplatt. Jetzt darf er mal ein bisschen hier Pikachus schlachten oder rektal aufspießen und Erfahrungspopel sammeln, damit er groß und stark wird und mit dem Team mithalten kann. Das ist, glaube ich, der Einzige, der jetzt noch auf Level 40 rumgeistert. Ja, es wird Zeit. Ja, Pikachu. Nein, danke. Ich möchte nicht auswechseln. Ich möchte es mit meinem großen Horn penetrieren, analtrieren, ich weiß es auch nicht, oraltrieren, ist alles irgendwie, pfui. Noch ein Pikachu, yeah, so viele Pikachus, ich freue mich. Was könnte es Schöneres geben, außer keine Pikachus? Alter, Level 23, warum sieht er so schwach? Mann. Und? Nein, noch ein Pikachu, Wahnsinn, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Ja, dann komm mal her, ne? Komm mal. Kleines, dickes Ding, du. Ich muss sagen, so als kleines, pummeliges Pokémon finde ich Pikachu immer noch cooler als so aktuell, wo es ein bisschen schlanker ist und so weiter. Das ist irgendwie... Das alte Pikachu-Aussehen ist schöner. Aus persönlicher Überzeugung. Pikachu wurde auch abgeschlachtet und Skarabu freut sich über 403 Erfahrungspüppelchen. Und Jürgen wurde Pikachu besiegt. Und wir klauen ihm noch ganz viel Geld, damit er seinem kleinen Jungen nichts mehr zu essen kaufen kann. Gern geschehen. Ist hier was versteckt? Nein, ich falle jedes Mal drauf rein. Jedes verfluchte, verdammte fucking Mal. Hallo! Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Aber es gibt auch lahmarschige Vogel-Pokémon. Alter Punker. Marco Polo schickt Porenta in den Kampf. Natürlich hat er auch das beste Vogel-Pokémon überhaupt dabei. Das kannst du erstmal in den Suppentopf schmeißen, wenn ich mit dir fertig bin. Hier, ich filetiere es auch schon für dich. Porenta. Ein cool aussehendes Pokémon, was überhaupt nichts drauf hat. Es kann auch nicht mal mit Furienschlag treffen, das ist echt traurig. Aber Respekt, dass du eben überlebt hast. Hier, komm. Gern geschehen. Nochmal plattgewalzt, so wie man es mit Roulade oder mit Schnitzel macht, aber hey. Lass es dir schmecken, dein kleines Porenta. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt und der Tatsache, dass ich keinen scheiß Pokémon eingesetzt habe. Wusstest du, so als kleiner Funfact, dass Porenta früher wegen einem alten Panini-Sammelheft fälschlicherweise für die Evolutionsreihe von Dodu und Dodri gehalten wurde. Da wurde nämlich Porenta vor Dodu geklatscht und Dodu natürlich vor Dodri. So als Evolutionsreihe, was ein
totaler Fehler war und dadurch haben viele Fans hartnäckig darauf bestanden, dass es so ist, dass Porenta zur Evolutionsreihe von Dodu und Dodri gehört, was totaler Bullshit ist. Schau dir mein Pokémon an, sieh ihre Farben und ihr Gefieder. Ja. Nur mal so als kleiner Funfact nebenbei, ist relativ ulkig. Na? Wolf schickt Tauboga in den Kampf. So viele Farben, ich sehe weiß, kackbraun und kaugummirosa. Ich bin begeistert. Los, walz es nieder! Nein, Windstoß, wir sind tot! Alter, das war so knapp. Ein Crit und wir wären weg gewesen. Jetzt versuchst du es auch noch mit... Oh nein, Prio-Attacken! Volltreffer! Walz es nieder. Erste Walz... Aha, Volltreffer, okay. Ich wollte gerade sagen, der erste Walz, der reicht schon aus, ist aber... nicht schlecht. Und das nächste kommt Ibitak. Ja, das strotzt auch nur so vor Farben. Ich bin begeistert. Ibitak ist eines der farbenfrohsten Pokémon überhaupt. Möhren, Orange... Ach, du Idiot, triffst schon wieder nicht. Und... Mokka-Braun. Mit ein bisschen Koksweiß an den Federspitzen. Hier, schlitzt es einfach auf. Hol sein Innerstes zum Vorschein. Was? Aber warum? Warum? Wieder nur zweimal getroffen. Du magst es nicht so... Ich meine, mich stört es nicht, aber ist ja auch egal. Erfahrungspopel und Level 42. Yay! Sehr schön. Oh, Kratzfuhre. Wofür brauchen wir Erdbeeren, wenn wir Kratzfuhre haben können? Ich muss unbedingt das Erdbeben für Kratzfuhre vergessen. Ah nein, verdammt, ich habe mich verdrückt. Ah, so ein Mist aber auch. Na, Wolf? Verflixt? Nicht gut genug. Im Leben nicht gut genug. Oh, Mann! Ah, Kilian, haben wir nur Alfred in der Liste, oder was? Boah, nervig. Komm, verpiss dich. Nein, Hals, Maul, leck mich am... Ist doch echt unfassbar. Ich suchte Freunde, Alfred. Boah, ätzender Junge. So. Bim, bim. Dann wollen wir mal weiter radeln. Der Part ist ja noch jung. Mini-jung-mäßig. Und. Haben wir? Ah, er kann ja sehr nützlich sein. Gut, dass wir ihn nicht dabei haben. Ich möchte wissen, was das Voltoball für ein Item darstellen soll. Ich guck mal so. Scherzhaft. Zerschneider? Wer kann denn Zerschneider überhaupt lernen? Ich glaube nur Spike, ne? Ah, es kommt. Oh. So viele. Mach ich natürlich nicht. Soll ich Skarbu das beibringen? Mal kurz gucken. Gibt es überhaupt einen Attackenverlerner? Ich weiß es gar nicht. One-Attacke, Zornklinge, Zertrümmerer, Konter. Der hat Konter drauf, eh. Er hat Konter drauf gehabt. Weg mit dem Scheiß. Ich hasse Konter-Moves. Wie bei Smash Bros. Das ist der reinste Bitch-Pussy-Move. Los, zerschneide es. Ach, herrlich. Calcium. So, wollen wir mal kurz gucken. Was macht denn nochmal... Wir haben zwei Sottermamos. Was macht nochmal Calcium hoch? Das habe ich vergessen. Ist das hier drin? AB Plus. Ui. Spezialwert. Na, wem ich das wohl gebe. Juhu. Da freut sich die Jenny. Und AP Plus, da möchte ich mal kurz gucken. Ich werde das einfach mal einsetzen. Ich schätze mal, Kilian hat nichts dagegen. Ja. Warte. Status, da ist es. Der braucht es nicht. Er braucht es auch nicht. Sie braucht es auch nirgendwo. Obwohl Synthese. Nein, ist nicht nötig dafür. Da ist es auch nicht nötig. Auch nicht. Ich weiß, wofür ich es benutzen werde. Das kleine AP Plus. AP Minus Plus. Für welche Attacke? Warte, nicht so schnell drücken. Für Luftstoß. Yay. So, das war's bewährt. Luftstoß ist toll und Luftstoß möchten wir bestimmt noch oft einsetzen. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Luft. Luft ist am wichtigsten. Ohne Luft sterben wir. Armin. Armin.
Wirklich? Du bist jetzt Angler geworden? Hast du bestimmt nicht verkraftet, dass deine ganze Familie von Titanen gefressen wurde. Armin aus Attack on Titan. Garadoof. Toll. Finde ich ganz, ganz toll. Oh, Attacke. Bam. Voll eins reingehornt. Hey, es wird ein Two-Hit. Cool. Alter, dieser Silberblick, das habe ich ganz vergessen. Mal kurz gucken. Okay, Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Garados wurde besiegt. Erfahrungspopel. Skarabu freut sich über ein baldiges Level-Up. Und es kommt noch ein Garadoof. Yeah! Armin. Armin, die alte Heulsuse. Oh, eine Attacke! Alle werden sie Two-Hit. Warum immer nur Silberblick? Glaubt er etwa, dass er immer wieder neu anfangen muss, oder? Ich glaube, die ist wirklich extrem dämlich in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe so das Gefühl, dass die KI echt unterirdisch ist. Ich glaube, wir haben gleich... Armin, nein, ich möchte nicht austauschen. Armin Ahlert war das, glaube ich, ne? Der Familienname Ahlert? Ich weiß nicht. Ich finde Armin aus Attack on Titan nicht besonders toll. Wenn ich mal so ehrlich bin. Hör auf, mich zu Silberblicken! Oder kannst du es ansonsten nur Platscher? Meine Güte, Junge, geh sterben. Hey, es ist männlich. Gut, dass ich Junge gesagt habe und nicht Alte, gehe sterben. Und? Yeah! Level 41! Ach, gut, diesen Angriff an! Armin Ahlert wurde besiegt! Die Antwort gibt es demnächst. Nämlich Luft. Es muss einfach Luft sein. Gib es endlich zu, es ist Luft! Luft! Hi. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Wie ich sehe, macht die Angeln Spaß. Darüber gibt es keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Ja, ausnahmsweise. Jawohl, genau wie ich dachte. Hier, Angelfreak, nimm dies. Die Super-Angel. Die Super-Angel. Yay. Ja, ja, wirf sie aus und angel dir ein Weib. Und bind es dir ans Leib oder an dein Leib oder so. Ich weiß auch nicht. Soll ich ihn ansprechen? Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn ansprechen. Wenn ich beim Angeln Radio hören kann, bin ich glücklich. Okay. Sehr interessant. Adrian. Adrian Monk is back. Oh nein. Nein. Habe ich nicht erwähnt, den Carpador-Trainer? Warum? Oh, Spiel. Was habe ich dir getan? Boah, ey. Boah, na, danke. Und tschüss. So. Den 106, Wahnsinn, ich bin begeistert. Dieser unglaubliche Kräfte, dieser unglaubliche... Boah, dieser EP-Schub, ich bin Wahnsinn. Wir haben gleich Level 75 erreicht. Boah, eine Attacke. Patz. Und tschüss, geh Bahn. Hast du gesehen, dieser... Der blaue Ball, hast du gesehen, wie groß er geworden ist? Der hat einfach mal seine Länge verdoppelt. Oh. Baldorfisch. Sieht aus wie eine Kastanie. Komm, krepier. Und tschüss, oder? Verdammt. Nein, Aquaknarre. Boah, wir sind fast... Boah, der hat uns fast one-hit. Das ist... Baldorfisch. Fisch mit SH, okay. Alles klar. Ah, und Tentoxa. Da kommt er jetzt mit Tentoxa angeschissen. Das ist ja mal wow. Da kann nur eins helfen. Los, flieh. Walter des Amtes und zerstöre dieses einigermaßen stylische Tentoxa. Luftstoß. Ich liebe diesen Sound. Dieser Sound ist epic. Und ein Volltreffer. Juhu, Volltreffer, Chance ist sowieso erhöht und fliege jetzt drauf, Mann. Fliege jetzt einfach drauf. Eddie und Monk wurde besiegt. Das blöde Radio beunruhigt mich. Dann schmeiß es ins Wasser und hör auf rumzuheulen. Ist hier nicht irgendwo rein zufällig ein
Relaxo? Da wollte ich nämlich gucken. Geduldig ist das Zauberwort. Das gilt fürs Angeln und für Pokémon. Ja, besonders wenn man competitive-mäßig züchtet, da braucht man unglaublich viel Geduld. So viel Geduld, das ist teilweise schon echt zum Kotzen. Remoraid. Ein Fisch wird irgendwann zu einem großen Oktopus, zu einem Oktopussi und wird dann alles Mögliche mit diversen Beam-Attacken auseinanderpflücken. Wenn es nicht so scheiße lahm wäre. Octillery hat echt einen geilen Movepool. Schade, dass es so beschissene Werte hat. Ich finde es so toll. Anton? Heißt du wirklich Anton? Anton! Antoschka! Alter Ruschki-Kollega! Voll cool! Meine Güte! Anton, wie geht's dir? Erfahrungspopel. Und Anton wurde besiegt. Es tut mir leid, Anton, aber es muss einfach sein. Gua. Sogar original von Anton die Voices übernommen. Er sagt auch mal ganz gerne Gua. Auch wenn er immer sagen will, Guavensaft oder irgendwie sowas. Erinnerst du dich? Nein, woran denn? Allein? Allein möchte bitte kämpfen. Allein zu Hause, setze Gold King ein. Ja, natürlich. Aber woran soll ich mich erinnern? Sag schon. Woran ich erinnern mich soll. Kaputt? Gibt's doch echt nicht, ey. Ist ja nicht kaputt. Wie Dreschflegel. Oh, das war ja schon fast Schaden, den ich respektieren würde. Hier, zerschneide es. Mit deinem Horn? Piu! Skabu 1020. Yay! Als nächstes kommt... Quapuzzi! Quapuzzi! Komm, Jenny, das darfst du wieder umlümmeln. Allein. Das ist für damalige Verhältnisse ein echt cooler Sprite. Finde ich Tön. Einfach Tön ist das. Voll Tön. Und tschüss, Quapuzzi. Quapuzzi. Sehr schön. Erfahrungspopel. Und als nächstes und letztes kommt Golking. Ja, aber Golking herzlich willkommen heißen. Und in die nächste Pfanne schmeißen. Bats! Wir prügeln es in die Pfanne. Ein leckeres Goldfisch, Filet mit lecker Panade und so. Oh, lecker. Jetzt hab ich Bock auf Backfisch. Um 1 Uhr morgens. Allein wurde besiegt. Du erinnerst dich? Nein, woran denn? Bah, Idiot, woran soll ich mich erinnern? Halt. Auf der Schwelle zum Jenseits bleiben wir stehen, beenden diesen Part und lassen Kidian, ja, mit Geistern spielen. Das war's für heute. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Wir sehen uns im übernächsten Part wieder. Nächste Folge ist Kidian wieder am Drücker. Und mal gucken, was er so für eine Scheiße fabrizieren wird. Tüdelü und bis zum nächsten Mal. Haut rein!